Und noch einen Segen hinterher ballern. Ja. Schwertspinnen sind die schlimmsten Spinnen in diesem Spiel. Aber sie geben uns sehr viele Erfahrungspunkte. Eine Stufe höher. Große Schwerter kann ich nicht steigern. Das ist blöd. Dann nehmen wir Bögen. Weiß da auch nicht warum, aber nehmen wir sofort Bögen. So, wir haben diese Spinnenkolonie ausgelöscht, hoffe ich mal. Nein, es ist noch ein Waldschrat da. Die leben übrigens gerne mit Spinnen zusammen. Ja, aber wir sind jetzt dann Talisa und Yahira so aufgepusht. Was wollt ihr? So, du gehst jetzt mal die engen Stellen hier ab, genau. Und entfernst vorsichtig die Fallen um das Spinnennetz, um die das Spinnennest herum, so viel dazu. Gut. So, der Gesang lässt auch nach, du raus da. Hast es gerade so geschafft. Beinahe unter meiner Würde. Rauszukommen. Ich habe ja zum Glück schnell gespeichert. Oder? Ja. Bevor wir den Waldschrat getötet haben. Noch ein Waldschrat. Und ja, gegen die Phasenspinne hätten die Spiegelbilder beim letzten Chaos geholfen. Da wäre das nicht so schlimm geworden. Oh, du hast keine Pfeile mehr. Das ist nicht so gut. Du hast einen Stufenaufstieg als Druidin. Das ist schon mal sehr gut. Neue Zauber. Hier kannst du noch mal Irreführung reintun. Das ist nämlich praktisch, der Zauber. Gut. Jedenfalls gegen Magier, wenn wir ihn denn durchkriegen. So, und hier sind wir jetzt schon fast wieder am Ausgangspunkt angekommen. Gut. Weiter umschauen. Und hoffen, dass wir jetzt von solchen Spinnennestern verschont bleiben. Wobei, noch 500 Erfahrungspunkte, dann sind es. Da ließ er schon Level 4. Gut, dann steigert langsam die Anzahl der Erfahrungspunkte, die wir brauchen. Aber hey, das ist okay eigentlich. So, hier ist Wald und Fels im Weg. Okay, ein paar große Spinnen. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein. Euer Leben liegt in meiner Hand. Jo. Jetzt dürften es noch genau knapp 400 sein oder gut 400. Aber hey, was soll man sich beschweren? Wir kriegen die Erfahrungspunkte langsam, die sie braucht. Und ich weiß genau, dass wir sie auf jeden Fall den Krieger wieder frei aktiv schalten, solange wir noch in Baldur's Gate 1 unterwegs sind. Also inklusive Legenden der Schwertküste. Da haben wir auch noch was Großes vor uns. Also vor dem Endkampf kommen wir da auf jeden Fall noch gut zurecht. Ich merke nur gerade, nach Norden können wir die Karte nicht verlassen. Das heißt, wir müssen wieder nach Süden latschen. Ja. Aber wir haben die Karte ganz aufgedeckt schon. Oh, ein Waldschrat. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Meine Klinge wird euch
Dreschstutzen! So, ein Waldschrat weniger. Der hat sogar eine Schriftrolle und einen Ring dabei. Eine Schutzformel. Fluch der Torheit. Na, legen wir mal lieber ab. Töricht wollen wir ja da doch nicht sein. So, alles aufgedeckt. Jupp. Die Thai-Magier waren angenehmer als die als das Spinnennetz der Nest. Aber hey, dafür ist Baldur's Gate halt bekannt, dass es kein einfaches Spiel ist. Okay, unser Plan, die Umgebung abzusuchen, bevor wir direkt in Scharfzahnwald betreten. Hallo, große Spinne. Noch zwei von der Sorte. Drei sogar. Wir sind bald wirklich Level 4, dann brauchen wir nur noch drei Level. Und ja, ich denke ein bisschen zu viel im Voraus. Aber ja. Auf nach Hause. Nach Hause. Wir haben kein Zuhause mehr. Raus aus der Karte. Und ab nach Larswood. So, hier erstmal Quick Save. Und eine Runde ausruhen. Sehr gut. Ja. Was wollt ihr? Du Zauber Khalid. Ja, oh allgegenwärtige Autorität. Und du auch war Zauber Khalid. Sehr gut. Die restliche Gruppe sieht ja okay aus. Beinahe unter meiner Würde. Und dann schauen wir uns hier weiter um. Ein Eichhörnchen. Der Scharfzahnwald. Der seinen Namen nicht grundlos trägt. Das Gebiet scheint auch nicht so groß zu sein, also wenn ich so sehe, wie wir die Karte aufdecken. Da war das Gebiet mit den Basilisken doch etwas größer. Ja. Kampf von mir schon mal. Wahrscheinlich von den Räubern. Ja, sterbt ihr Kampfhunde. So, Kampfhunde sind tot. Auch wenn ich ungern eigentlich Hunde töte, aber wenn die mich angreifen, habe ich keine andere Wahl. Erfahrungspunkte bringen sie nämlich auch nicht gerade viel, dass es sich lohnen würde. Da würde es sich fast schon mehr lohnen, eine Bärenfamilie auszulöschen. Aber so einer bin ich nicht. Ich mag eigentlich alle Tiere, außer Riesenspinnen. Und Aasfresser. Und ja, Aasfresser sind in dieser Welt eine Tierart. Diese riesigen Würmer, die wir schon ein paar Mal getroffen haben. Zum ersten Mal in der Goblin-Festung. Ich mag sogar Worge. Eben 20 Erfahrungspunkte.
pro Stück. Also ich kriege das immer auf die Gruppe verteilt hin. So. Wenn wir hier rausgehen, sehen wir nur... Genau, sehen wir nur den freundlichen Nichts Arm. Nichts weiter als das. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal Pale Rail finden. Und vom Pale Rail kommen wir dann nach ins Räuberlager. Drei Schläge. Für die Gerechtigkeit. Oh. Dies ist mein. Das hier sieht nicht so schön aus. Kreisschläge geben 5-mal mehr Erfahrung als Kobolde. Dann haben wir ihn gegen Räuber. Ein Räuber jedenfalls. Räuber lasse ich nicht ungeplündert, weil die haben Räuberskalpe und ein paar Pfeile für Immoen. Die hat nämlich mittlerweile einen Pfeilmangel. Okay, hier wurde jemand übelst erschlagen und weggezerrt. Irgendwo in die Richtung. So, kleine Horde Kreisschläge, ein Level Up für Talisa. Für die Gerechtigkeit. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall Level 5 schaffen, bevor wir nach Baldur's Tor kommen. Oh, hier ist ein alter Burgturm. Ein alter Wachturm. Okay, die Kreisschläge hier sind wirklich mutig, aber sie sind auch zahlreich. Ja. Was wollt ihr? Nichts leicht, was? So. Wieder ein Level ab. Das ist jetzt schlecht. Ich hoffe, das klappt so. Speichern wir mal kurz. LP 18. 018 Problem? Fragezeichen. Naja. Aber das dürfte schon klappen. Hoffe ich mal. Hey, wir haben jetzt eine ETW von 15. Sehr gut. Du bist doch eigentlich eine spitze Waffe, oder? Ja. Was für eine ETW haben wir mit dir? 14 sogar, okay. Ja, gut. Dann benutzen wir jetzt halt wieder den Hammer, der ist nämlich eh stärker. So, Räuber, Pfeile, Geld und Skalp. Skalp mal darüber. Das Zeug zu Khalid. Die Schriftrolle kann zu Talisa. Neue Pfeile. Zauberstab des Feuers. Der Stab speit einen riesigen lodernden Feuerball aus, der die gewünschte Reichweite überbrückt, um sich dann in einer gewaltigen Explosion zu entladen. Ganz wie beim Feuerballzauber. Der Feuerball verursacht 6W6 Schadenspunkte, wobei jede gewürfelte 1 als 2 gezählt wird. Wenn den Opfern ein Rettungswurf gegen Zauberstäbe gelingt, erleiden sie nur den halben Schaden. Die zweite Fähigkeit des Stabs edelt den Zauber Arcanats Hexerei. Gegen das Opfer wird eine flammende Säule geworfen, die einen Schaden von 6W6 plus 6 Schaden verursacht. Gelingt dem Opfer ein Rettungswurf gegen Zauberstäbe, wird der Schaden halbiert. Ja, Fähigkeit 1, Fähigkeit 2, nochmal kurz gefasst. Kann nicht verwendet werden von Kämpfern, Priestern, Druiden und Dieben. Also nur von dir. Du bist ein wichtiger Stab eigentlich. Was wollt ihr? Nichts leichter. Oh, da ist noch ein Räuber umgekommen. So, jetzt müssten wir allerdings wieder genug
Pfeile haben erst einmal. Hier. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Haben wir genug Pfeile? Damit Emoe noch eine Weile schießen kann.